Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich würde dann, wir hatten ja in der letzten Folge mit Bernhard einiges an Training gemacht. Also die ganze Folge war nur Training. Wir haben jetzt Schwertkampf, Schild, Stärke, Agilität, also Verteidigung, Agilität und so ordentlich trainiert. Und ja, also auch einige neue Tricks gelernt. Ich hoffe, ich kann das dann gleich im Kampf richtig nutzen, wenn wir mit der Hauptquest Ja. weitermachen da. Aber erstmal würde ich vielleicht irgendwie nochmal kurz zu Peshek in die Mühle gehen, da mal kurz übernachten und auch speichern. Nicht, dass wir all den Fortschritt, den wir jetzt gerade gemacht haben, verloren haben. Das wäre dann ein bisschen doof. Dann war die komplette letzte Folge für umsonst gewesen. Aber das Gleiche würde ich dann demnächst irgendwann auch mit dem Bogen machen, dass wir mit Bogenschießen ein bisschen mehr üben. Aber ich finde, so eine Folge, wo wir irgendwie mal ein bisschen Training machen und so für zwischendurch, ist immer mal wieder gut. So. Komm, wir quatschen mal mit Theresa. Sei gegrüßt, Heinrich. Wie geht's dir so? Na, wie geht's dir so? Ich denke immerzu an Scarlett. Immer noch. Das war die Hölle. Aber das Leben muss weitergehen, nicht wahr? Du solltest mal den Kopf freikriegen. Was meinst du? Wollen wir spazieren gehen? Keine schlechte Idee. Und wohin willst du gehen? In die Schenke, zum Galgenberg, den Fluss entlang. Lass mal zum Galgenberg. Vielleicht zum Galgenberg. Heinrich, du hast einen seltsamen Sinn für Humor. Ich gehe doch nicht mit dir zum Galgenberg. Dann zum Wir Fluss. könnten den Fluss entlang spazieren. Warum nicht? Das klingt schön. Wollen wir? Ja, komm. Lass uns Gehen wir. gehen. Machen wir mal. Einen kleinen Spaziergang erstmal. Okay, hat kurz geladen. Geh mit Theresa spazieren. Falls du mit jemandem folgen musst, solltest du nicht rennen, sondern gehen. Auf diese Weise verlierst du die Person nicht aus den Augen und rennst nicht einfach davon. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, hier zu spazieren. Der Spaziergang war eine schöne Idee. Die Mühle gefällt mir zwar, aber die Arbeit ist auch ermüdend. Ich bin froh, dass du kamst. Ja. Eines Tages würde ich gern die Märkte in Prag besuchen. Warst du schon einmal in Prag? Nein, bisher nicht. Ich kenne Kuttenberg, aber Prag ist bestimmt noch größer. Jedenfalls soll es dort ziemlich stinken. Ja, so viele Leute auf einem Fleck. Zu viele Arschlöcher. Das ist widerlich. Können wir Kuttenberg besuchen Ich hier? würde zu gern einmal dem jungen Jan Hus lauschen. Angeblich predigt er in unserer Sprache. Alle reden davon. Ich wette, er sieht nur gut aus. Und deshalb fliegen ihm die Frauen zu. Du bist mir einer. Ein Prediger braucht kein gutes Aussehen, damit die Leute ihm zuhören. Und was ist mit dem Kerl in St. Jakob? Ich weiß genau, warum alle Mädchen plötzlich zur Beichte gehen. Du warst auch dort. Du brauchst es gar nicht abzustreiten. Du Halunke. Also gut, ich gebe es zu. Er sieht gut aus. Aber deshalb bin ich keine schlechte Christin. So etwas würde ich nie behaupten. Wie wär's mit einem Wettrennen? Ein Wettrennen? Aufgabe begonnen, Lamiri. Hoppla, sorry. Lamiri ist nicht laut. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut ist, so weit vorzulaufen. Da ist sie. Oder sollen wir sie gewinnen lassen? Komm, wir lassen sie gewinnen. Wir sind Gentlemen, wir lassen die Dame gewinnen.
Ich weiß jetzt nicht, ob es eine gute Idee ist, noch weiter nach da vorne hin zu gehen. Könnte es gefährlich werden. So, wie weit noch? Hier hin? Das war spaßig. Setz dich zu mir, Heinrich. Zu Theresa sitzen. Ruf verbessert. Erzähl mir von dir. Ich hörte, du hilfst Herrn Ratzig. Ja, Herr Ratzig hat mir mehrere Aufgaben anvertraut. Er behandelt mich gut und ich bekomme sogar Geld. Dann hast du Glück gehabt. Wie ist es so, dem Adel zu dienen? Ich schwelge nur so. Es ist eine Arbeit wie jeder andere. Theresa ist da besser. Komm. Ach, es ist endloser Luxus. Geld, Bankette, Wild gefüllt mit mehr Wild. Huhn gefüllt mit Fröschen. Ja, und das ist gar nichts im Vergleich zu Fröschen gefüllt mit Huhn. Oder Ziege gefüllt mit... mit Schwein? Okay. Also dann. Ach, Heinrich, was mache ich nur mit dir? Wanderst durchs Land und verdrehst den Mädchen den Kopf. Sind deine Knie etwa weich geworden? Nicht wirklich. Ich habe viel zu viele Pflichten. Der Einzige, dessen Kopf verdreht ist, bin ich. Komm, wir machen mal das hier. Was? Deine Knie sind doch nicht etwa weich geworden. Nur nicht übermütig werden. So toll bist du auch wieder nicht. Ich muss jetzt gehen. Darf ich mitkommen? Aber nur ein Stückchen. Ich will keinen Klatsch. Wer würde den Klatsch und Tratsch hier verbreiten? Peschek etwa? Danke, dass du mich begleitet hast. Komm mich bald wieder besuchen. Ja, machen wir mal. Der sagt jetzt nicht, na Bursche, Lust auf eine kleine Wette für das Radfeierturnier? Komisch. Wundert mich ein bisschen. Hier. Wir können essen, ne? Schön, wieder überfressen zu sein. Schlafen und speichern. So, komm, eine Stunde schlafen. Dann haben wir zumindest gespeichert auch. So ein kleines Nickerchen, so ein Powernap. So, dann können wir hier auch eben aus dem Inventar auch noch was reinpacken. Die Schatzkarte zum Beispiel. Und wer braucht Schlüssel? Haben wir hier sonst noch irgendwas? Hemd von Herrn Stefanie. Ja, den wollten wir noch behalten. So. Wenigstens haben wir jetzt gespeichert. Nein! So, jetzt ist die Frage, könnten wir den Kampf jetzt zumindest bestehen? Apropos, erstmal gucken. Okay, Schild ist ausgerüstet, Schwert ist blutig, aber ja. Und nochmal kurz auf die Map schauen. Was wäre der beste Weg, um dahin zu kommen? Ich würde sagen, vielleicht erstmal über Neuhof und dann hier so durch. Ja. Ich glaube, das wird Sinn machen, oder? Ja.
erstmal hier an den ganzen Hühnern vorbei. Aber bei diesen Halunken frage ich mich ja auch, was wohl passiert wäre, hätte ich die auch angelogen gesagt, die wären in Rattai. Ruhig, Pebbles. Ruhig. Wären die dann wirklich nach Rattai gegangen? Hätten die mir das geglaubt? Hätten die mir das nicht geglaubt? Ja. Und selbst wenn ich das denen gesagt hätte, hätten die mich vielleicht doch angegriffen oder so? Ich weiß es nicht. Stimmt, Neuhof haben wir noch nicht erreicht. Wir wollten noch bis Neuhof und von Neuhof dann nach Westen. Ich will auf jeden Fall meine neuen Fertigkeiten ausprobieren, die ich jetzt im Kampf gelernt habe. Also, und das mal in einem richtigen Kampf und schauen, wie gut ich jetzt gegen die alle ankomme. Sorry. Katzenmalz, ich trinke mal lieber erstmal was. So, und in die Richtung. Ja. Wenigstens hier geht das normal weiter. Wieso biegt er jetzt da nach links ab? Rechts ab? Er sollte geradeaus weiter reiten. Vielleicht ist auch der, dieser andere Ritter da, der, entmutigte Ritter. Vielleicht ist er wieder da. Ich würde mich freuen, wenn er wieder da ist. Wenn wir dem irgendwo hier begegnen. Nochmal. Wir reiten definitiv in die falsche Richtung. Genau da wollten wir hin. Nee, der entmutigte Ritter ist leider nicht mehr da, der Keeper. Finde ich schade. Vielleicht hätte ich dieses Mal sogar den Kampf angenommen. So,
wir hätten hier links abbiegen müssen. So, hier. Ja. Jetzt ist die Frage, werden wir unterwegs überfallen oder nicht? Was ich mir aber irgendwie auch für Kingdom Come 2 wünsche, was Skillen angeht, so ich hoffe, die würden das so machen, dass man das, was man hier in Kingdom Come 1 gelernt hat, dass man die ganzen Fähigkeiten beibehält, egal in welche Richtung man sich entwickelt hat und so, dass man trotzdem dann so in Kingdom Come 2 alles quasi gelernt hat und man dann diese Fähigkeit in Kingdom Come 2 dann halt noch mehr erweitern kann. Weil was ich bisher mitbekommen habe, ist ja, zumindest laut dem Trailer auch, Marquard von Aulitz, der eine Glatzkopf, der taucht da wieder auf. Dass der dann ihn, beziehungsweise dass Heinrich dann einfach die Aufgaben da nochmal irgendwie ja, erweitern, Aufgaben, die Skills nochmal ein bisschen mehr erweitern kann und so. Ich habe den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. So, Nika? Also. Plaudern wir? Aber ich habe hinter der Mühle auf dich gewartet und du bist nicht aufgetaucht. Treffen wir uns dort. Ja, ich hatte Aufgaben zu erledigen. Es tut mir leid. Diesmal müsste ich jetzt aber auch gewappnet sein gegen die. Also gegen die Leute da, also gegen solche Leute, also die so oder so gegen mich war, so wie am Anfang, da will ich eigentlich nicht, dass die lebend davon kommen. Hier bin ich. Also, wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Wieso kümmert es dich so sehr? Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Versteckt sich auf Kolbens Farm, in der Nähe von Merhoyet. Da haben wir wieder die Grindelwacke. Schleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Das glaube ich nicht. Wieso nicht? Eure Visagen gefallen mir nicht. Und ich mag's nicht, wie dein Atem in mein Gesicht schlägt. Dein Gestank missfällt mir. Also verpiss dich! Sieh an, sieh an. Gewagte Worte für so einen Spross. Na dann zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ja, will ich jetzt zeigen. Was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Was weiche... Komm her, du weiche... Au. So, der erste ist schon hinüber. Das nennst du... Nein, Mist! Alter!
Das gefällt mir jetzt gerade nicht. Du hast gleiche Knie bekommen, was? Herrgott! Alle Doppelkerle! Nimm das! Hätten wir vielleicht doch mehr auf Verteidigung gehen sollen? Ich schaue aus wie einen Hasen. So, Musst du jetzt fein? Mist! Gut getroffen! Du bist tot! Ja. Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Ich schlacht! Nein! Mist. Okay, denn wir machen nochmal Schnellreise dahin. Aber das lief diesmal besser. Ich hätte vielleicht nicht so übermütig sein sollen jetzt. So, wir hatten... Ah, toll. Okay, gehen wir mal auf Pebbles. Dann machen wir mal eine Schnellreise dahin, beziehungsweise in die Nähe. So. Reisen wir dahin schnell. Oh, wir werden auch müde, sehe ich gerade. Energie. Aber wir haben zwei schon mal aus dem Verkehr gezogen, sagen wir mal so. Der eine lag da hinüber und der andere hat aufgegeben. Meiden. Misserfolg. Okay, wer will Stress? Du? Bist du allein oder wie? Vorsicht, Tanif! So. Komm. Weg mit dir. Warte mal. Hier ist noch irgendwo einer. Oder doch nicht? So, kumanischer Holzschild. Gewöhnlicher Säbel. So, alles nehmen. Und so, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das so machen. Das einlagern. Hier können wir das einlagern. Das auch. Das. Das. So, satt sind wir. Dann essen wir nichts. Okay, passt perfekt. Dann sind wir schon fast da. Dann brauchen wir nicht nach Mayhew jetzt weiter schnell reisen.
dieses Mal können wir es sogar schaffen, wenn wir jetzt uns ein kleines bisschen blauer anstellen. Vielleicht doch schnell speichern. Also, plaudern wir? Aber ich hab hinter... Vielleicht waschen wir uns auch noch einmal kurz. Für den Kampf. Wir müssen mehr Retterschnaps irgendwie organisieren. So, Mirka? Hier bin ich. Was willst du? Kannst du mir versprechen? Wieso kipp? Und nun? Wer sind die? Weiß ich, aber ich habe ihn. Das ist. Er versteckt sich. Nicht beschleicht das Gefühl. Ich ebenfalls. Das glaube ich nicht. Wieso nicht? So, was hat er denn für Wert? Ah, er ist, was das hier angeht, genau auf der gleichen Stufe wie ich. Okay. Eure Visagen gefallen mir nicht. Und ich mag's nicht, wie dein Atem in mein Gesicht schlägt. Dein Gestank missfällt mir. Also verpiss dich. Sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier zu suchen? Unterhaltung. Lebensmüde. Du bist tot! Ich mach dich kalt, Gottverdammt. Mehr hast du nicht drauf? So, aua. Verflucht! Komm her, du Weichei! Jo! Wie auch von hinten im Angreifen. Willst du kämpfen? Jawohl! Au! Oh je, das weh getan! Okay, das geht mir auf den Sack, dass die von hinten auch angreifen. Das ist aber auch echt nervig. Das ist richtig beschissen. Also, plaudern wir. Aber... Oder ich muss mit Bernhard noch ein bisschen mehr üben. Apropos, warte mal, wir haben doch... welche nicht irgendwas verbessert oder so. Ja, beeil dich, Mirka. Ach krass, wie weit man sehen kann. Können wir von hier auch irgendwie Ratei sehen? Erkennen? Ne, ich glaube nicht. Hier bin ich. Was willst du von... Kannst du mir sagen... Wieso kümmert... Und... Wer sind die? Weiß ich, aber ich habe ihn nicht... Das ist gut. Mich beschleicht das Gefühl, ich eben... Das glaube ich nicht. Wieso nicht? Ich... Eure Visa... Dein Gestank... Sie... Meine was Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an ihnen auslassen. Hast wohl genug? Leck mich doch. Ich schlachte dich ab. Alle Dobredelle. So, okay, den haben wir gleich. Autsch, okay, der kann auch, der kann sich auch verteidigen. Du wirst bleiben! Ja, wieso hat er gerade mit dem Verteidigen nicht funktioniert? Musst du jetzt weinen? Was war das denn gerade für ein Move?
Alter! Ist doch nicht dessen Ernst! Der hat mich noch ein bisschen aufregen. Dafür entschuldige ich mich. Weil ich das jetzt tausendmal machen muss. Also. Aber. Und ich habe auch keinen Retterschnaps mehr. Und die sollte sich ein bisschen mehr beeilen. Es wäre schön, wenn man den kompletten Dialog nochmal irgendwie dann so, wenn das zu häufig ist, so mit dem Sterben an der Stelle, dass man einfach irgendwie den die Dialoge einfach komplett überspringen kann. Und was willst du? Kannst du mir sagen, wieso kümmern? Und nur, weißt du, das ist... Nicht beschleicht das... Das du... Und ein... Sie... Was sagt man denn da? Das Schwein das kann sich freiwillig zerschlachten. Zügig! Du bist... Komm! Ja! Was? Das ist Schildfotze! Jetzt hört auf, hinter mir zu rennen, ihr... Alter, ich rage bitte gleich. Also, plaudern wir? Aber ich... Warte mal, in welchem Zustand ist überhaupt meine Ausrüstung? Eigentlich miserabel. Kann ich damit irgendwas reparieren? Vielleicht bringt das was. Dass wir dann irgendwie ein bisschen besser durchhalten, dann... Ich hoffe wirklich, vielleicht bringt das was, dass wir das jetzt repariert haben. Hier bin ich. Was? Das. Nicht beschleicht. Das. Und ein. Sie. Sieh an, was da unter dem Stein ist. Was willst du kämpfen? Ja. Gut getroffen. Alter, jetzt! Hört auf, an Gleitzeit drauf zu schlagen und... Sorry? Was ist runtergefallen? Keine Ahnung, was runtergefallen ist, aber irgendwann... Irgendwann, ist das zu viel. Ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Break und dann für euch wird da hier ein kleiner Cut sein und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Sorry. Sorry für den Ausfall auch vorhin gerade. Aber das ging mir schon ein bisschen auf den Nerv. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich scheiß mal drauf. Wir gehen irgendwie irgendwas anderes machen. Ja. Und zusehen, dass wir vielleicht
einerseits hier unsere Sachen doch nochmal kurz so reparieren. Reparieren, haben wir eine neue Stufe? Frisch gewaschen? Trägst du frisch gewaschene Kleidung, ist dein Charisma für einen Tag um einen Punkt erhöht. Wenn du Stiefel trägst, die du selbst repariert hast, verbrauchst du beim Spurten 20% weniger Ausdauer, kannst somit länger spurten. Machen wir das. Und ich würde die Quest dann erstmal außen vor lassen und vielleicht haben wir noch eine andere Quest offen? Also wirklich, das ging mir gerade so auf den Leim mit dem Draufgehen permanent. Komm, wir gehen nach Thallenberg. Das ist ja jetzt hier auch nicht so weit. Einfach bis nach Norden. Die hat ja noch Zeit. Ich hoffe, dann könnt ihr mir wirklich entschuldigen, sodass ich einmal kurz sauer war. Ich musste kurz überlegen, wie ich das freundlich ausdrücke. Aber sowas kann jedem passieren, dass jeder mal sauer ist. Ich lasse das Thema jetzt einfach mal bleiben. Wir gehen zu Stefanie. Und was auch immer hier runtergefallen war, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht gesehen, was runtergefallen ist, Aber ich würde vielleicht auch mal zusehen, dass wir auch mit anderen Sachen stärker werden oder so. Nochmal irgendwie Schwertkampf besser werden, bessere Rüstung dann organisieren. Wir brauchen definitiv eine bessere Rüstung. So, beziehungsweise, warte mal. Ich habe hier gerade eine Benachrichtigung bekommen. Also. War nichts Wichtiges. Ja. Guten Morgen, die Herren. So, schauen wir mal, wo wir unser Pferd parken können. Da ist noch ein Platz frei, perfekt. Können wir mit Stefanie auch reden, dass sie vielleicht uns irgendwie was schenkt? War doch hier, glaube ich, oder? Hallo, Herren Stefanie. Okay, sie ist nicht da. Das Schloss ist zu kompliziert. Dann das hier vielleicht. Neue Stufe Schlösser knacken. Alte Schulter. Also ist das doch hier drin, oder wie? Was auch immer wir suchen. Hier können wir uns setzen. Warte mal, wir haben ja Schlossknack jetzt eine Stufe höher. Vielleicht sind wir jetzt in der Lage, das hier aufzumachen. Immer noch zu kompliziert. Okay, dann werden wir das hier vielleicht mal sein lassen. Und
Wir schauen mal, dass wir vielleicht irgendwie was anderes machen. Was haben wir noch an Quests? Der diebische Müller Wojcik, lassen wir mal den sein. Komm, wir machen mal den Schatz Skalitz. Da können wir auch ein bisschen kämpfen dann üben. Da sind ja nicht zu viele Banditen auf einmal. Ja. Super, mein Stuhl rutscht wieder runter. Einen Moment. Ich hasse das. Ja. Ja. Okay, hier sind aber auch keine Wachen. Also, ich gucke mal von den Rüstungen, die wir jetzt haben. Der ist sogar besser. Die nicht. Der ist auch besser als Beinrüstung. Von den Werten her. Sonst haben wir nichts mehr, was besser ist. Okay. Ja. Ja. Oh. Ja. Wir hätten auf der Seite ruhig bleiben können. Du hast entdeckt Schmied. Du hast entdeckt Schleifstein. Na, ich gehe mal von aus, in Skalitz hätten wir jetzt erst einmal bessere Chancen, gegen vereinzelte Gegner anzutreten. Als jetzt gegen die vier gleichzeitig. Aber ich will die unbedingt besiegen. Also ich will mit denen nicht wirklich kooperieren. Vor allem, weil ich auch davon ausgehe, dass die mich so oder so wahrscheinlich nicht lebend da weglassen. Vor allem Stärke, Verteidigung, Schwertkampf und so weiter. Ich will das irgendwie alles auf Maximum bringen. Also wir werden definitiv öfters mal jetzt üben gehen oder sowas. Weil ich merke schon, es ist doch einiges viel, viel schwerer als gedacht. So, hier müsste, glaube ich, eigentlich alles immer noch tot sein, ne? Von Banditen und so weiter. Überdingst. Und es regnet nicht mehr. Also hier. Ja! Und da ist auch jemand aufgeknüpft.
So, wie steigen die mal ab? Ach stimmt, hier kommen wir nicht rein. Ich höre hier noch Schweine. Sind die Tiere wieder hier? Nehme ich mal mit die Rahmenfeder. Kann man vielleicht gebrauchen für irgendwas? Sind die überhaupt noch Banditen? Ja, drinnen höre ich welche. Okay, sind doch ein paar mehr. Gegen wen kämpfen die da? Frecher Welpe. Mist. Weil die Knie bekommen. Warum funktioniert das Verteidigen gar nicht? War keine gute Idee, hier hinzugehen. Ich will nicht mehr. Scheiße, oh Mann. Okay, das machen wir erstmal weg. Vergeltung gehört dazu. Liebeswerden, diebische Müller-Wojcek können wir auch erstmal wegmachen. Das machen wir erstmal die. Wir haben. Ach, wir haben nicht so viele Quests offen. Okay. Warte, nee, ich wollte. Ja, gut, dann. Reisen wir erstmal zurück nach Rattay. Mal gucken, vielleicht haben wir es gleich doch noch irgendwie mit einem Überfall ein bisschen einfacher. So, wir werden aber nochmal bei Bernhard üben. Definitiv in den nächsten Folgen. Vielleicht ist es einfach nur mein Übermut aktuell. Es ist definitiv mein Übermut, glaube ich. Okay, wir wurden jetzt aber nicht überfallen, was mich jetzt ein bisschen wundert. Okay, es wird spät. Okay, dann gehen wir schlafen. Mir fällt auch nichts mehr ein, was ich sagen soll. Wirklich, das war eine Folge nur voller Misserfolge. Wir haben nichts geschissen gekriegt. Also wirklich, also nichts hat funktioniert, nichts hat gelaufen.
nur draufgegangen. Komm, wir legen uns einfach hin. Vor allem, wir haben jetzt einen Retterschnaps für umsonst da hinten verbraucht. Ja, ich schau mal, ob wir hier vielleicht irgendwie andere Quests bekommen oder so. Dass wir erstmal damit irgendwie was machen, weitermachen. So die kleinen Aufgaben. Weil gegen 4 Leute schaffen wir es aktuell einfach noch nicht. Okay, zu essen kriegen wir da noch nichts. Warte mal, jetzt fällt mir gerade ein. So, genau, jetzt haben wir neue Stufe reparieren. Wir wollten hier auf 7 Meilenstiefeln gehen. Schauen wir mal da oben in Ratai, ob es da noch andere Quests gibt. Außer hier. Stimmt, wir wollten noch mit. Mit wem wollten wir uns prügeln? Zeit. Du kannst wieder mit Milan kämpfen. Komm, prügeln wir uns dann mit Milan. Vorausgesetzt, wir finden den. Oder wir gehen einmal kurz zum Schmied. Den Schmied von... Ne, da haben wir ihn. Da ist der Milan. Beste Grüße. Auch an dich. Lass uns kämpfen. Kämpfen wir! Hast dich letztes Mal gut geschlagen, Junge. Du willst nochmal? Ja, hier bitte. Alles gut. 4 Groschen. Erhalten, nice. Nee, wir töten ihn nicht. Hat er noch irgendwas? 44 Groschen. Ein Retterschnaps. Ist davon irgendwas besser als meins? Kann ich nicht erkennen, ne? Aber sein Geld nehmen wir gerne. Und davon gibt es was zu essen. So, erstmal gucken. Die haben wir nicht mehr ausgerüstet. Ja, super.
Und den hier auch nochmal. Ja, dann haben wir das zumindest wieder gemacht. Wie ist das jetzt mit den Quests? Ach, das kann ich immer und immer wieder wiederholen. Okay, wenigstens einen Erfolg haben wir heute in der Folge gehabt. Wenigstens einen. Naja. Aber ich glaube, in der nächsten Folge werden wir noch mal ein bisschen kämpfen gehen mit, oder ein paar kleine Quests. Obwohl, da sehe ich schon Sternen, einen kleinen Auftraggeber. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Wir müssen definitiv in Stärke besser werden, in Verteidigung besser werden, im Schwertkampf besser werden. Agilität, Vitalität, Spiritualität, was es hier alles gibt. Daher würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.